Hey Leute, die Destiny Demo ist endlich draußen und auch wenn ich mich ja bereits im Vorfeld gegen das Spiel entschieden hatte, möchte ich doch die Gelegenheit nicht auslassen, auf jeden Fall die Demo mal zu testen und auch mal ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln, weil man natürlich immer besser über irgendwas reden kann, wenn man es auch getestet hat. Und jetzt drücken wir doch einfach mal auf Spielen. So Leute, ich habe eben ein bisschen was geschnitten, weil ich erstens in den Optionen ein bisschen rumgedoktert habe und zweitens der Bastard von Konsole natürlich direkt meine E-Mail-Adresse eingeblendet hat und das wollte ich natürlich nicht. Wir haben hier den Titan. Eine gepanzerte Kriegsmaschine. Jede Schlacht mit Kraft und Strategie kontrollieren. Schlage mit deinen Fäusten nach unten und löse Feinde in der Nähe und bla bla bla. Forme das Licht in einem unzerstörbaren Schild. Ja gut, Level 15 kann ich in der Demo eh nicht erreichen. Dann der Jäger. Du bist ein Meister des Grenzlandes. Jage und eliminiere deine Feinde mit gnadenloser Präzision. Rufe eine flammende Pistole herbei. Die Feinde da 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 da. Und der Warlock. Das Universum beugt sich deinem Willen. Manipuliere seine Energien, um deine Feinde niederzustrecken. Schleudere einen explosiven Blitz aus. Bla. Nehmen wir doch einfach mal den da. Der sieht doch süß aus. Weil die anderen... Das ist der typische gepanzerte Hoshi, der nichts drauf hat. Das ist irgend so ein Ding, das sofort umfällt, wenn du es triffst. Und das ist so der Allrounder. Alles klar. Gut. Ich hätte gerne. Männlich. Schwul. Männlich. Noch schwuler. Männlich? Na, ist langweilig. Warte. Du bist ein Erwachter, gezeichnet vom Kosmos, deine Farbfarbe. Du bist ein Mensch, abgehärtet und anpassungsfähig, ja natürlich. Deine Vorfahren erhoben sich und so weiter. Du bist ein Exo, eine denkende Kampfmaschine. Boah. Aber sagen wir mal, ich bin, soweit ich weiß, ein Mensch, also kann ich auch im Spiel ein Mensch sein. Hallo, lass es bitte offen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich versuche, einen zu machen, der mir ansatzweise nahe kommt, aber ich glaube, das kann ich vergessen bei diesen tollen Grundmerkmalen, die es hier gibt. Warte mal kurz. Falls ihr übrigens komische Geräusche hört, draußen vergewaltigt gerade einer seine Mülltonne, also nicht wundern. Also ich kann entweder Gelbsucht haben oder Afrikaner sein oder Albino. Normale Lukas-Hautfarben gibt es offenbar nicht. Sehe ich so aus? Wie so ein Shrimp? Bäh. Naja, nehmen wir das. So, meine Lippen sind natürlich so. Wunderschön, nein. Oh Gott. Ist das vom Spiel so gewollt, dass man so mega schwul aussieht? Also nichts gegen Schwule, aber... mega schwul aussieht. Passt. Augenfarbe. Ja. Geht. Haare. Och, süß. Kann man den irgendwie drehen oder so? Was, warum hat er einen roten Schatten auf der Stirn? Ich meine, hallo? Das Spiel überzeugt jetzt schon durch fantastischen Scheiß. So, das ist nicht meine Haarfarbe. Das ist eigentlich auch nicht meine Haarfarbe. Das ist Daniels Haarfarbe. Gruß an Daniel. Ich weiß es nicht. Ohne Scheiß, ich nehme jetzt die da. Aber ich möchte bitte das Gesicht nochmal ändern. Das geht ja gar nicht. Nein. 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 Ohne Scheiß, keinem von diesen Typen würdest du dein Kind anvertrauen. Außerdem kann ich entweder aussehen, als wäre ich 40 oder 12. Okay, wisst ihr was? Es bringt offenbar nichts, jetzt zu versuchen, möglichst cool eine Figur zu machen. Deswegen machen wir das jetzt mal ganz anders. So. Dann die Haare. Genau. Und als Kriegsmal geht das so. Liz, schau mal bitte kurz. Findest du blau besser? Pink? Oder grün? Also, komm, wenn dann pink. Also, mein Schatz sagt pink. Wunderbar.
abschließen. Der sieht doch jetzt richtig männlich aus. Ja, männlich bis zum Umfallen. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. Tja, Leute, wer ist nach diesem Intro nicht sofort volle Lotte ins Universum eingesaugt? Ich meine, es war so geil. Aber ich will ja nicht meckern, bevor es überhaupt losgeht. Und ich bin froh, dass ich hier schon mal einigermaßen entscheiden kann, wo ich langlaufen will. Folgen wir erstmal dem Spaßvogel, wo auch immer es ist. In mir drin. Hörst du mir überhaupt zu? Hier draußen werden wir sterben. Bitte vertrau mir. Hui! Wir sind da drin viel sicherer. Wasser! Wohin soll ich denn überhaupt da lang? Garantiert da lang. Ich find's übrigens furchtbar, wenn ich beim Sprinten nicht mehr so gut gucken kann, quasi. Das ist zu viel. Ich glaube, ich brauche auch keine Wegpunkte bei einem Gebäude, das nur aus einem Gang besteht, wenn ich ehrlich bin. Das hat er nicht bemerkt, dass ich ihn voll angeleuchtet habe jetzt. Warte mal. Gefallene lieben die Dunkelheit, wir nicht. Ich suche uns ein paar Feuersteine. Und wieder eins dieser hochsicheren Militärsysteme. So wie ein paar Jahrhunderte Entropie, die gegen mich arbeiten. Sie jagen uns. Hier. Ein Gewehr. Schnapp es dir. Ja, weil du das scheiß Licht angemacht hast, du Holzklotzter. Oh, zufällig, ein Gewehr. Gut. Ich hoffe, du weißt, wie man das Ding benutzt. Augen geradeaus. Achte auf deinen Radar. Oh mein Gott. Ach, ich kann keinen Nahkampf. Hä? Kann ich keinen Nahkampf? Warte mal kurz. Kreis ist in die Hocke gehen. Kreuz ist springen. Dreieck ist noch gar nichts. Das ist. Oh! Wahnsinn! Ich muss ja sagen, es hat super Lichteffekte. Aber das habe ich bei. Wie heißt's? Battlefield 3, nee, doch war es 3. Battlefield 3 und bei Killzone schon die ganze Zeit gedacht. Nur gute Lichteffekte machen halt auch nichts aus. Also, gut. Die Spiele für sich genommen, ich meine jetzt Killzone 3 zum Beispiel, sah ja schon ganz gut aus, auch wenn die viel zu viele nutzlose Effekte hatten. Wo du zum Teil nichts mehr erkannt hast. Aber das hier, ich meine, nochmal an alle, die es noch nicht gerallt haben, ich spiele auf der PS3. Das sieht auch nicht geiler aus als zum Beispiel Far Cry 3. Ja, verpiss dich. Es kommen noch mehr, aber wir müssen durch. Nur weiter. Aber mein Typ war doch eben noch tot und jetzt kann er schon voll hier rumsprinten und Beute einsammeln und geile Waffen. Oh, was ist das? Eine neue Waffe. Ich mag neue Waffen. Oh, oh, das sind ja wohl eindeutig Minen. Bloß nicht berühren. Gott sei Dank habe ich keinen Afro. Sprich mit der Hand. Du auch. Ah, cool, okay, habe ich nicht verstanden.
Können die auch in die Minen laufen? Also die Waffensteuerung ist echt scheiße. Ich habe letztes Mal so eine gesehen, die war bei Payday 2. Da hast du eine Bewegung gemacht und eine halbe Stunde später hat er dann, oh, ich muss die Waffe bewegen. So ähnlich ist es hier auch gerade. Und so leid es mir echt tut, das sagen zu müssen, ich verfluche es selbst, aber das beste Waffengefühl hat nach wie vor die Call of Duty Reihe. Wobei ich es bei Advanced Warfare jetzt nicht mehr einschätzen kann, das habe ich ja nie gespielt. Aber so an sich ist es einfach griffig und stimmig und so weiter. Battlefield 3 ist auch nicht schlecht, aber da ist es so leicht behäbig. Aber hier ist es... Oh, nee, sorry. Sieht voll nach Bosskampf-Arena aus hier. Kuckuck. Sprich mit der Hand. Ich muss aber sagen, jetzt mal so mein persönlicher Eindruck, was die Sache mit der Demo generell, generell angeht. Ich find's cool, dass sie jetzt auch nach dem Erscheinen des Spiels und so dann die Demo rausbringen, dass die Leute, die sich bis jetzt noch unsicher waren und so weiter und gesagt haben, oh, weiß ich nicht, ob das was für mich ist, damit die es nochmal testen können. Die Gefallenen sind hier präsenter als ich dachte. Nur noch ein kleines Stück. Hoffen wir, dass da draußen noch etwas übrig ist. So, es geht offensichtlich hier lang. So ein Glück ist dieser Ventilator zerstört gewesen. Die Kluft. Das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Oh nein, irgendwas teleportiert hierher. So. Gefallenen Schiffe, so nah an der Oberfläche? Du musst uns da vorbeibringen. Aber ist euch mal aufgefallen, dass solche Dinge immer rein zufällig genau in dem Moment auftauchen, wo muss ich eigentlich hin? Wenn man durch irgendwelche Türen nach draußen kommt? Oh nein, sie hätten keinen besseren Zeitpunkt finden können, um ihre gesamte Armada hier auf diesem Planeten zu teleportieren. Wie konnten sie nur? Oh nein, das ist kein Diss gegen dieses Spiel, weil das passiert in jedem Shooter. Man läuft irgendwo lang, so im Schleichmodus und dann... Oh nein, ein Panzer! Wir müssen ihn leise ausschalten. Ja, so funktioniert Shooter. Jetzt habt ihr es gelernt. Ich hätte nur gerne eine effektivere Waffe irgendwie. Weil ich komme meistens nicht nah genug an die ran, dass sie mit meiner Hand reden können. Oh, was für ein schlauer Bursche. Hat er sich da hinten zurückgehalten? Wo wollte ich nochmal hin? Wo ist denn der scheiß Wegpunkt jetzt schon wieder? Da. Da, wo es so voll unauffällig rausleuchtet. Oh mein Gott. Hi. Habe ich eigentlich Granaten? Nö. Es wurde ja auch noch kein Tutorial eingeblendet. Weil ohne weiß ich ja nicht, dass ich L2 drücken muss für Granaten. Rate ich jetzt einfach mal. Oh mein Gott, Motorhauben. Alter, die heißen Schwebe, ey. Das finde ich mal richtig kreativ, den Namen. Nicht. Und bevor sich jetzt einer beschwert, du hackst die ganze Zeit nur darauf rum. Das ist ein Test, ein Demo-Test. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich darf dir sagen, was ich will. Level up. Okay. Was? Details. Wer hätte es gedacht? L2 für Granate. Jetzt fehlt nur noch die Einblendung. Da vorne sind wir auf einem Haufen. Wir müssten eine Granate werfen. Wirf mit L2 die Granate.
Ich kann mich bei solchen Spielen noch nie entscheiden, ob ich jetzt eigentlich lieber eine umfassende Einleitung ins Spielgeschehen haben will. Oder dass mir das dann so langsam beigebracht werden soll. Weil ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wer diese Jungs sind und warum ich sie erschieße, vor allem warum sie es auf mich abgesehen haben. Oh. Granate. Alter, was ist der für ein Ärmchen? Wirf doch mal gescheit. Och nö, oder? Es ist Ran, der, was? Teufelskapitän. Da mache ich mich ja richtig nass. Hallo? Rani? Rani? Ich hoffe, man kriegt da noch irgendeinen Skill, dass das Nachladen der Granaten nicht so fucking lange dauert, ey. Da hast du den gesamten Spieldurchgang geschafft, bevor du dann die zweite Granate geworfen hast. Ran! Der Teufelskapitän! Der ist ja mega badass. Kann ich jetzt bitte eine Granate werfen, ohne Scheiß? Nutzlos! Ich geh jetzt einfach mitten ins Getümmel. Kaboom. Gott sei Dank bringt das auch nichts. Bumm. Bleib mal stehen jetzt. Ah! Da gibst du ihm eine kleine Backpfeife und schon fällt er um. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweitet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also er sagt, zum Glück haben sie es nicht ganz ausgeschlachtet und geht rein und sofort fliegt es. Was haben sie genommen? Nichts. Und jetzt der Teleporter. Jetzt frage ich mal euch, liebe Zuschauer, wenn der Typ uns doch teleportieren konnte, wieso hat er das nicht die ganze Zeit schon gemacht? Fortsetzen. Ich habe bereits Dreieck gedrückt. Ah, ich muss gedrückt halten, natürlich. Könnte ja sein, dass ich nicht fortsetzen möchte. Da, wir sind im Mos Eisley Raumhafen angekommen, Gott sei Dank. Vielleicht finde ich hier die Droiden, die ich suche. Gott, ey. Gut, ich muss auch dazu sagen, ja, und ich labere jetzt einfach in die Zwischensequenzen, weil sie mich jetzt schon nicht mehr interessieren. Das Spiel hat halt auch den Nachteil, dass es ein Science-Fiction-Szenario ist und die finde ich wahnsinnig einschläfernd. Also wirklich wahnsinnig langweilig. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden. Dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Ich bin fabulous. Wow. Die Hüter.
Hoffentlich kann ich die Kamera um mich drehen. Oh, komm schon, please. Lass mich die Kamera drehen. Lass mich meine Fresse sehen. Wenn ihr übrigens bis jetzt die ganzen Cutscenes nicht gesehen habt, dann lag das an irgendwelchen Copyright-Dingern und ich musste sie rausschneiden. Ansonsten, hey, viel Spaß. Aber ihr habt sie eh übersprungen, weil ihr sie schon kennt und die euch nicht interessieren. Eigentlich hätte ich sie auch so rausschneiden können. Vielleicht mache ich's. Also wenn ihr bis jetzt keine Zwischensequenzen gesehen habt, habe ich sie rausgeschnitten oder sie wurden gelöscht von YouTube. Ich würde mich ficken. So. Hi. Guck hier, die ganzen Bongos, die auch die Demo gezogen haben. Hui! Wir sind Demo-Noobs. Warte, ich möchte ihm zeigen, wie sexy ich bin. Bleib da. Interagiere mit mir, hallo. MMORPG und so. Daneben mit dem da. Hi. Küss mich. Okay, was kann ich hier Cooles tun? Mich hinsetzen. Und die Kamera wild um mich drehen. Und den Koffer dabei immer so dämlich mitdrehen. Jetzt stehe ich auf und winke. Hallo. 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 Und ich kann tanzen. Denn was wäre ein Spiel ohne Tanzen? Und ich kann... Du. Warte. Geh da nicht hoch, du schlimmer Finger. Hallo. Komm zurück. Hallo, nicht ignorieren. Ah, oh mein Gott, ich fiel durch den Boden. Bei Assassin's Creed heulen sie alle rum. Hier ist es quasi Standardprogramm und es hat noch keiner sich beschwert. Okay, was kann ich hier Cooles machen? Was kann ich hier tun? Was gibt's hier noch? Oh mein Gott, hi. Hallo. Keiner mag mich. Die Poststelle. Hallo. Sie haben zurzeit keine Nachrichten. Schönen Tag noch. Was ist das? Beutezug auf See. Guten Tag. Sie sind leider nicht Level 4, Sie dürfen das nicht. Kann ich mir noch irgendwas Neues anziehen? Nein. Demnach kann ich das auch nicht bewerten. Es sei denn, ich finde noch einen Händler, das werde ich jetzt noch schauen. Da ist jemand, der aussieht, als wäre ein Händler. Du siehst aus. Meister Rahul. Hallo, Meister Rahul. Gib mir was? Nein, ich will was kaufen. Gibt's denn hier keinen? Was ist das? Spezialaufträge. Ich will doch nur ein bisschen Equipment für meinen. Was ist hier? Wow. Nichts. Doch. Lampen. Kann ich hier? Was? Was? Oh mein Gott, ich habe ihn verbrannt. Das war keine Absicht. Hui! Schade. Hätte ich vielleicht wie bei GTA meine Beine so einklappen können? Nein. Gibt's hier einen Shop? Hallo. Lord Shax. Shaquille O'Neal oder was? So. Erfordert Level 20, erfordert Level... Du bist ein Hänger, ey. Was gibt's hier? Ja.
Ohne Mist, es kann echt doch nicht so schwer sein, ein bisschen sexy Klamotten anzuziehen. Hallo. Warlock Vorhaut, alles klar. Legen wir los. Hi. Annehmen. Level 4, Level 4, Level 6, Level 7. Okay, aber ich habe was bekommen. Ich sehe gut aus. Moment. Ja, ich bin blau. Wuhu. Wieso habe ich da eigentlich immer diesen behinderten Helm auf? Ich will den Helm absetzen. Ich will den Helm absetzen. Wieso habe ich mich denn so sexy gemacht, wenn ich den Helm nicht absetzen kann? Okay, gut. Lassen wir das. Gehen wir noch ein bisschen zurück auf den Marktplatz und belästigen Leute. Und derzeit kommen wir doch mal zu meiner Bewertung nach etwas über einer halben Stunde. Oh nein, da ist jemand gestorben. Warte, warte. Du musst besser aufpassen. Tschüss. So. Worauf wollte ich hinaus? Die Grafik ist nichts Besonderes auf der PS3. Die sieht auch nicht toller aus als in einigen anderen Spielen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Die Lichteffekte sind beachtlich, allerdings ist das eben nicht alles. Die Grafik ist okay, sie ist wirklich schön und so weiter. Und ich meine, wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass mir Grafik jetzt eh nicht so wichtig ist. Nee, da falle ich nicht wieder drauf rein, ich falle nämlich nur runter. Ich falle trotzdem runter. Ich kann sogar durch Raumschiffe fallen. Ja, also wie gesagt, Grafik ist gut, aber nichts Besonderes. Lichteffekte sind toll, aber brauche ich nicht. Die Steuerung finde ich leider nicht gut gelungen, weil sie mir persönlich einfach zu steif ist, zu schwammig. Haha, er hat steif gesagt. Und das Universum, nach allem, was ich jetzt in der Demo gesehen habe, aber auch nach allem, was ich bisher in den Testberichten und so, ich informiere mich ja, bevor ich mich über irgendetwas auslasse, alles, was ich da so gelesen und gehört habe und so, das Szenario ist mir leider absolut zuwider. Es ist einfach so, wenn ich halt, ich muss leider den Vergleich mal wieder bringen, Borderlands gegen das hier, das sieht übrigens echt scheiße aus da unten. Egal, Borderlands hat natürlich auch eine relativ bekloppte Handlung, aber da sind die Charaktere witzig, cool, sympathisch, zum Teil auch total nervig und so weiter. Und hier hast du Roboter. Oder alternativ, Moment, dauert etwas länger als geplant, komischer Alien. Aber man könnte auch hingehen zu, der war doch hier irgendwo, da. Roboter. Oder aber vielleicht Kapuzen-Heini und komische Alien in einem. Der ist quasi ein Special Character. Was ist hier? Waffenmeister. Den möchte ich gerne noch ansprechen. Ja, und guck, es ist auch ein Roboter. Jetzt weiß ich nicht mal, welche Waffe ich... Warte mal, Schlagkraft, nice. Wuch. Nehmen wir die. So. Und da ist halt echt das Problem. Was sind das eigentlich? Auch nur irgendeine Knarre. Dass mich hier dieses Universum und die Charaktere nicht wirklich interessieren. Das könnte mir eigentlich nicht egaler sein. Ich bin schon wieder irgendein Auserwählter in einem riesengroßen galaktischen Krieg und Ronz und Boch und Wach. Das hätte man einfach schöner machen können und. Was die offene Spielwelt angeht, ich meine, ich konnte es jetzt nicht wirklich ausführlich testen, aber ich weiß halt einfach, oder ich habe einfach das Gefühl, du bist auf einem etwas freieren Stück trotzdem eingeschränkt. Und da sage ich einfach immer wieder, in Zeiten von GTA, Borderlands, Far Cry und so weiter, kann das jetzt echt nicht die Sache sein. Da hätten sie halt ihre tollen Lichteffekte und die gelben Perücken weglassen sollen, damit sie ein bisschen mehr Rechenpower in größere Levels investieren können. Ja, die Waffen sind mir persönlich ein bisschen zu uninteressant. Also,
Das liegt natürlich auch wieder in dem Sci-Fi-Szenario, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das könnte mir einfach nicht egaler sein. Und dann hast du halt hier Blaster X und Rifle Y und Schnarch Z-Granate, hast du nicht gesehen? Bei anderen Spielen gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, halt auch ein paar interessantere Sachen, ein paar Sachen, die sich auch größer unterscheiden und so weiter. Allein optisch meine ich jetzt schon, ich meine, ich habe jetzt nicht viele Waffen testen können. Und dann die Tatsache, dass ich nicht mal einen cool aussehenden Helden machen konnte, sondern dann aufgeben musste und mir jetzt so eine Schwuchtel hier gebaut habe. Nichts gegen Schwuchteln, ihr seid toll. Ist natürlich auch ein bisschen nervig. Hallo Roboter. Deswegen, ich habe mich dieses Mal vorbereitet und meine Liste mit Wertungen vor mir aufgerufen. Moment. Ich vergebe eine 6 von 10. Das ist guter Durchschnitt. Und jetzt, um auch zum ersten Mal, seit ich diese Rubrik mache, seit dem Demo-Test, meine Wertung ein bisschen zu verteidigen und ein bisschen zu rechtfertigen. Natürlich muss man sagen, es sieht gut aus, es steuert sich natürlich machbar. Also ich meine, ich kann meine Figur ja bewegen, ich kann hier rumhüpfen, ich kann tanzen und du-du-du machen und so weiter. Das ist natürlich alles cool. Aber meine Wertungen sind keine Profi-Wertung. Profi-Wertung habe ich ja schon mal erzählt in dem einen Mal im Ernst-Video. Profi-Wertungen ziehen alles mit ein. Klingt der Sound gut? Sieht es gut aus? Lässt es sich steuern? Und selbst wenn die Handlung totale Scheiße ist, kriegt das Spiel dann immer noch 60% oder so. Bei mir ist es einfach so, ich bewerte den Spielspaß, den ich dabei habe. Und mir würde zum Beispiel auch nichts ausmachen, wenn ein Shooter rauskäme mit einer Minecraft-Grafik oder irgendeinem hässlichen Rotz, solange der toll ist, weißt du? Ich spiele immer noch tausendmal lieber ein Battlefront 2 als hier so eine Gülle. Und Battlefront 2 sieht im Vergleich natürlich scheiße aus und hat lauter Grafikfehler und boah, das willst du eigentlich gar nicht mehr sehen. Aber ich bewerte den Spielspaß und ich finde, das Spiel ist bestimmt spielbar, es macht bestimmt auch eine Weile einigermaßen Bock, aber ich kann einfach so generische, hingerotzte Scheiße nicht mehr sehen. Und dafür, dass die am Anfang den Mund so voll genommen haben, ist es echt schon gut bewertet mit einer 6 von 10. Okay? Gut. Ich bin mir sicher, es gibt trotzdem einige unter euch, die mir da nicht zustimmen werden, das ist auch euer gutes Recht, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich bleibe hierbei und ja, wie gesagt, 6 von 10. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns bei der nächsten Demo wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.